herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier in meinem schönen Wald mit dem Hans-Peter. Servus. Ja, guten Tag. Nun, wir waren eigentlich stehen geblieben, dass ich mir einen Traktor bei dir kaufen wollte. Ja, das ist richtig. Aber ich habe kein Geld. Ja, da kann ich nichts tun, ne? Ich hatte überlegt, ob ich mir den Fiat hole. Ich weiß auch gar nicht, wo mein ganzes... Ah ja, den haben wir auch dabei, nicht? Was? Ja, weil, wir waren auch dabei, ob das klappt oder nicht. Ja. Den Fiat. Okay, aber ich habe auch gerade gar kein Geld, ist mir aufgefallen. Ich sehe doch gerade, du hast den doch gekauft schon, oder? Hast du den schon liefern lassen? Ja, stimmt, ja, ist es schon geliefert. Ah, okay, dann hat sich das ja erledigt. Stimmt, da hatten wir ja mit dem Transport hier, mit dem kostenlosen hier, ne? Ah, stimmt. Ja, aber immer schön nicht. Nein, ich verrate nichts, alles gut. Ich fahre jetzt nach Hause und dann bringe ich den. Okay, supi. Sollte aber der Sunny König bei dir am Händlerhof sein? Dann kannst du den auch runterfahren lassen. Dann musst du das mit dem Transport nicht machen. Ich kann das schon. Ja, wie gesagt, also wenn der sowieso was nichts zu tun hat, dann... Wem gehört denn das Auto hier noch? Das Grüne. Ich weiß nicht. Mir nicht. Das ist meiner? Ja, kann sein. Aber mit welchem Auto ist denn dein Sunny unterwegs gerade? Ich ruf den mal an. Das Auto von dir, ja. Okay. Habe ich gerade mal auf GPS geguckt, das von dir. Okay. Gut. Aber dann höre ich den Fiat her nicht. Hä, was? Ach Gott. Dann höre ich den Fiat her. Dein Traktor, den du gekauft hast. Hierher? Nee, dann lieber zum Händler. Zum Hof runter. Weil ich von hier bis zum Hof gefahren bin, ist Weihnachten. Also. Okay, dann machen wir so. Danke. Ja, tschüss. So, okay. So, ich mach mal die ganzen Dinger hier weg. Die stören nämlich ein bisschen. Dauert aber ganz schön lange hier. Na, warte mal. Hatte ich da jetzt schon was angepflanzt? Oh ja, Unkraut drauf. Und gedüngt werden muss, glaube ich, auch. Aber komisch aus. Okay. Warum geht denn das nicht weg hier? Hat Hans-Peter mir deine Schrottmaschine verkauft? Sind die Dinger schon wieder stumpf? Jetzt.
Ich muss sagen, ich bin aber nicht zufrieden mit dem, was der Jürgen hier gemacht hat. Also das, da hat er ein bisschen lieblos, finde ich fast. Hallo? Hallo, Herr Warona. Hallo, Herr Schneider. Ich habe da mal eine Frage, und zwar, da war ja mal so eine Feuerwehr-Rettungsprobe. Mhm. Da habe ich das Opfer gespielt. Und da hat mir der Herr Richter versprochen, oder halt gesagt, ich bekomme dafür einen Traktor, einen neuen, wenn ich da das Opfer spiele. Ja, nur, jetzt sagt er, jetzt ist er nicht mehr bei der Polizei. Jetzt okay. Gibt es keinen Traktor mehr. Jetzt muss ich mich an den Herrn Stromberger wenden. Und der Herr Stromberger hat keine Ahnung. Also, ich habe mich jetzt noch nicht an ihn gewendet, aber er hat nicht diese Übung alleine, der Herr Richter. Ich glaube schon, aber da gibt es, glaube ich, sowieso ein Problem. Da müsste ich gleich mit dem Herrn Zimmermann nochmal telefonieren. Weil der hat eigentlich gekündigt, soweit ich weiß. Aber jetzt hat mir die Gemeinde gesagt, dass er die Kündigungsfrist nicht eingehalten hat. Ja, und jetzt, der hat mir halt eben gesagt, dass ich einen Traktor bekomme, und jetzt hat immer noch nichts. Okay. Jetzt fühlt er sich nicht mehr verantwortlich, weil er nicht mehr bei der Polizei ist. Ja, so geht es natürlich nicht. Sonst hätte ich es ja nicht getan, wenn ich nichts bekommen hätte. Ja, hätte der mir gesagt, dass ich einen Traktor kriege, dann hätte ich das auch gemacht. Ganz ehrlich. Okay. Ich werde ihn gleich mal anrufen. Ja. Und dann gucke ich mal, was ich da für Sie machen kann. Okay, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Das dachte ich mir schon. Der hat nämlich so schnell gekündigt, dass da irgendwas schief läuft, das war klar. Ups. Diese Baumstümpfe, die sind aber auch mega heftig. Zimmermann an. Ja, super. Ja, hallo, Bau 36, die Werkstatt hier. Richter. Hallo, Herr Richter. Ist der Herr Zimmermann bei Ihnen in der Nähe? Nee. Okay, wie kann ich ihn denn am besten erreichen? Einfach über das Handy. Die haben gerade auf dem Bau Werkstatttelefon angerufen. Okay. Dann probiere ich das nochmal. Danke. Tschüss. Tschüss. Hallo, zum Zeit Zimmermann hier. Hallo, Herr Zimmermann. Hallo. Ich habe da ein Problem. Inwiefern? Beziehungsweise Sie haben ein kleines Problem. Inwiefern? Die Gemeinde hat mir mitgeteilt, dass Ihre Kündigung nicht fristgerecht eingegangen ist. Welche Kündigung? Bei der Polizei. Ich habe nicht bei der Polizei gearbeitet, ich bin Anwalt. Stimmt. Dann war ich doch vorhin beim Herrn Richter richtig. Mist. Da hatte ich einen Gedankenfehler. Da hat der Herr Schneider mir was Falsches. Dann probiere ich nochmal beim Herrn Zimmermann. Beim Herrn Richter. Okay. Richter, genau. Okay. Kein Problem. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Oh, hier. Yeah. Bauwerkstatt Richter, hallo. Hallo, Herr Richter.
Ich bin's nochmal. Ja. Ich hatte da gerade was durcheinander gebracht. Sie waren doch bei der Polizei, ist das richtig? Ja. Okay. Die Gemeinde hat mir jetzt mitgeteilt, dass Ihre Kündigung nicht fristgerecht war. Das heißt? Das heißt, Sie sind noch 2 Wochen bei der Polizei angestellt. Und ich habe mir die Woche Urlaub genommen, schon im Voraus. Bis zum. Da liegt aber auch schon ein Urlaubsantrag vor und der wurde auch schon angenommen. Okay. Das heißt, okay. Hatten Sie einen Vertrag mit dem Herrn Schneider gemacht bezüglich einem Traktor? Ja. Also. Wo liegt denn der Vertrag? Den habe ich oben. Der liegt oben beim Herrn Verisex auf dem Schreibtisch. Beim Herrn Stromberger. Habe ich den hingelegt. Beim Herrn Stromberger auf dem Schreibtisch. Jo. Okay. Dann rufe ich den mal an. Ja, der kam mir aber gerade entgegen mit dem. Okay. Ja, Polizeiauto. Gut. Dann Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, tschüss. Was ein Hin und Her. Ich sollte auch mal ein paar Baumstämme hier noch aufladen. Ich mach's über den Schneider. Hallo? Hallo, Herr Schneider. Hallo. Also, der Herr Richter hat mir jetzt gesagt, dass der Vertrag, den er damals mit Ihnen aufgesetzt hat, über den Traktor beim Herrn Stromberger auf dem Schreibtisch liegen würde. Heißt, ich muss zum Herrn Stromberger. Ja. Und sagen Sie ihm, dass das der Herr Richter gesagt hat? Und dass es dann einen Vertrag bei ihm auf dem Schreibtisch gibt. Ja. Und wenn der Richter, der Stromberger, dann irgendwelche Faxen macht, dann soll er sich an den Herrn Richter wenden. Soll er das mit ihm klären? Okay, dann mache ich das mal. Jo. Okay. Dann danke schön. Tschüss. Bitte schön. Tschüss. Eigentlich sollte ich bei der Polizei anfangen, ne? Sind sehr hartnäckig, die Baumdinge hier. Volker Waruna, hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Marlon, wie geht's? Gut, und dir? Ja, ich bin hier mit der Biobels am Ackern. Muss die Baumstümpfe auf meinem Fahrschulgelände entfernen. Ah, ich habe eine nicht so tolle Nachricht. Von wem? Von mir. Warum? Ich muss die das Kreditrückzahlung. Ach, du willst gerade Zinsen eintreiben, oder was? Ja, genau. Okay, wie viel kriegst du? 6.480 Euro. Du machst mich arm, ey. 6.480. Moment, ich guck mal gerade Online-Banking. An die Gemeinde. Ja. 6.480. Jo. 6.480, also 6,5. Ist erledigt. Gut.
Aber mal eine andere Frage. Hast du gerade einen freien Mitarbeiter? Ja, hätte ich. Ich bräuchte nämlich jemanden, der meine Felder, mein Feld düngt. Mit nur Düngen, also ohne Maschinen. Jo, schicke ich hin. Was kostet denn das? Mit Maschine, also ohne Maschine. Ohne. Da kann ich auf jeden Fall einen Rabatt drauf machen. Es hört sich immer gut an. Wenn mein Programm nicht hängen würde, dann könnte ich dir das gleich sagen. Warum will denn der nicht? 109, ne? Ja. Das Programm hängt gerade, das ist blöd. Das glaube ich dir. Was? 7200. Ich will das Feld nicht kaufen, das gehört mir schon. Düngen. Ja, aber du musst weder Dünger hinmachen, noch der muss nur ein bisschen Traktor fahren. Du machst mich arm, Kollege. Okay. Soll runterfahren, da steht hoffentlich, wenn er keinen Traktor da hat, wenn da kein Traktor ist, dann soll er mich nochmal anrufen. Jo. Gut, danke. Tschüss.